Hallo, liebes YouTube. Ich bin jetzt der Onkel, von dem ihr die ganze Zeit die Kommentare erstmal hören, leider hören müsst. Ja, ich bin aktuell der Kameraonkel für Uli's Card Shop. Das hier ist unser Schnittmeister, der gute Tobi. Ja, zur kleinen Einführung dachte ich mir, ich zeige euch hier mal schnell ganz grob den Laden, dass ihr da auch schon mal ein bisschen was gesehen habt. Für die, die noch nicht hier waren und für die, die schon mal hier waren, gut, ihr kennt das Ding. Ja, auf geht's. So, hier haben wir erstmal das kleine Regal der verlorenen Tins, möchte ich mal sagen. Ganz, ganz viele leere Tins. Wenn jemand hier Karten kauft, kann man sich auch gern noch so eine Tin dazu nehmen. Wir sind froh, wenn wir sie losbekommen. Ihr seid bestimmt froh, wenn ihr da eine Aufbewahrungsbox bekommt. So, das hier ist der hübsche kleine Flur mit ganz, ganz vielen Filmutensilien ausgestattet. Natürlich. Geile Sache. So. Hier sind wir jetzt beim Herzstück. Das ist erstmal der große Chef. Das Hallo. ist der Uli, der David. So, David, dann erzähl doch mal ein bisschen was zum Laden. Was soll ich denn erzählen? Also, das ist ein großer Yugi-Laden, also ein Sammelkartenladen, wo hauptsächlich nur Yu-Gi-Oh! Gespielt wird. Von Montag bis Freitag ist Hobbyliga ab 16 Uhr. Ja, einmal im Monat finden halt größere Turniere statt. Und ja, was soll ich noch sagen? Aber sich da auch, wenn genug Leute angemeldet sind, kann man da bestimmt auch mal so ein Turnier mitmachen, Ja, oder? Für natürlich, zwischendurch. natürlich. So. Hier, der Chef wird gerade verlangt, da machen wir erstmal hier drüben weiter. So, hier haben wir erstmal ganz, ganz viele Ordner mit Yugi-Karten, was eine relativ schöne große Auswahl ist. Schön nach Set sortiert und von daher findet man eigentlich alles, was das Herz begehrt an Karten. So, hier haben wir noch ein paar Strukturdecks und Starterdecks, damit auch die Anfänger auf ihre Kosten kommen. Natürlich, die guten Gold-Editionen waren schon immer sehr beliebt. Hier haben wir ein paar Kartenaufbewahrungsutensilien, auch Deckbox genannt. Ja, haben wir halt auch ein bisschen was an Auswahl. Wer gerne Heißgetränke mag, auch der wird hier bei uns nicht enttäuscht, denn wir haben auch ein schönes Sortiment an Tassen, die gekauft werden können. Natürlich die gute Noble Knight Ritterbox, die auch nie verkehrt war, die Legendary Yugis. Für alle, die der kleine Hunger plagt oder auch der Durst, haben wir hier auch kleine Getränke und Essen, die relativ angenehm im Preis sind. So, für große Fans der Guardians of the Galaxy haben wir natürlich auch den mächtigen Groot, den ihr hier gerade noch kurz begutachten könnt. Ja, das ist unser guter Groot, der Freude dran hat. Gönnt euch. So, und dann haben wir hier noch ein paar Leutchen aus der Spielergemeinschaft. Hast du gesehen, was ich habe? Denkst du, du findest Hallo. Was? Hallo. Jungs, Yugi fetzt. Yu-Gi-Oh! Yugi fetzt, Yu-Gi-Oh! Alter, meine Oma. Der Typ mit dem unfairsten Deck. So. Gut. Unfair, wie lange bist du unfair? Hä? Nee, der da. Achso, ja, ich denke jetzt erstmal Hobbyliga und so. So, hier haben wir natürlich noch mal ein bisschen was für die Optik da. Eine der schönsten Karten, die es gibt. Ein riesen, riesen Kuri-Bandit, der leider nicht gespielt werden darf, aber er ist hübsch anzusehen. So, da haben wir noch ein paar Matten. Und da haben wir jeweils noch die Liste. Das war der Aladdin. So, und dann haben wir da noch ein paar Bilder. Paar schicke T-Shirts. Richtig geil, Ravil. Der war nicht witzig. So, nein, war er nicht. So, hier haben wir auch noch ganz kleine Karten, auch sehr hübsch anzusehen. So, das war jetzt eigentlich schon die kleine Führung. Was euch vielleicht noch. Hier haben wir noch ein paar kleine Kärtchen. Nochmal einzeln. Da schöne League of Legends Tokens. Sehr schön anzusehen. So,
Und hier haben wir nochmal natürlich die legendären Götter, dürfen in der Auslage nicht fehlen, sind ja legendär. So, von daher, ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Um es mit LeFloid zu sagen, Däumchen wären Träumchen und abonniert uns. Vielen Dank und auf Wiedersehen.